So war Bern vor 100 Jahren. Ein historisches Bild. Begegnung zweier Epochen. Türme und Tore aus alter Zeit. Und schon ein Bahnhof. Ein neues Symbol der Weltverbundenheit. Ein Kopfbahnhof, den man zwei Jahrzehnte später zum Durchgangsbahnhof erweiterte. Bern wurde zum Eisenbahnknotenpunkt. Doch wer ahnte damals schon die stürmische Entwicklung des Verkehrs in unserem Jahrhundert voraus? Diese erreichte in den 40er Jahren einen ersten Höhepunkt. Der Lorraine-Viadukt wurde gebaut. Es rauchte und zischte bei der Belastungsprobe, aber die romantische Zeit der Dampflokomotive war vorbei. Was blieb? Der alte Bahnhof. Der Berner Hauptbahnhof. Der Bahnhof der Bundesstadt. Entstanden in einer Zeit, als, wie man zu sagen pflegt, die Welt noch in Ordnung war. Vier Generationen von Reisenden hat der alte Bahnhof gedient. Millionen Menschen reisten ab, kamen an, warteten auf ihren Anschluss, gaben ihr Gepäck auf. Abschied, Wiedersehen, Weinen und Lachen, Hoffen und Bangen, Erwartung, Enttäuschung. Menschliches und allzu menschliches während 100 Jahren. Keine Statistik darüber. Wer zählt? Die Fundgegenstände, die Verspätungen, die Koffer und Pakete, die Ferngespräche und Telegramme. Vierzehn Bahnhofvorstände fertigten über 1 Million Züge ab. Auch solche außer Fahrplan. Gewöhnliche Sterbliche suchten das Bahnhofbuffet auf, die Stätte des fahrplanmäßigen Wartens. Der Entspannung mit Blick auf die Uhr. Ein Treffpunkt für Eilige wie für Müßige, für Geschäftsleute und Liebende, für jedermann. Es war ein Stück Altbern, ein Stück Schweiz. Man fühlte sich behaglich in seinen altmodischen Räumen. Freilich, die betriebsmäßigen Zustände im Bahnhof waren längst nicht mehr so gemütlich. Post, seit jeher in enger Betriebsgemeinschaft verbunden, geriet zunehmend in Bedrängnis. Die Anlagen genügten der wachsenden Paketflut nicht mehr. Man kam sich oft in die Quere. Der Bahnhof war zu klein geworden. Seine technischen Einrichtungen veraltet. Bauliche Erweiterungen brachten keine wirkliche Abhilfe. Sie blieben Notlösungen. Wie lange mochte es noch dauern, bis man sich zu mutiger Tat aufraffte? 1957. Endlich fiel die Entscheidung. Der Berner Souverän stimmte dem Bau eines neuen Bahnhofs am alten Standort zu. Von beiden Projekten fiel die Wahl auf das SBB-eigene Projekt, inklusive Umgestaltung des Bubenbergplatzes. Das Projekt umfasste, von unten nach oben, einen Post- und Gepäcktunnel, einen SZB-Bahnhof,
mehrere Postauffahrten, Personenunterführungen, Gleiseanlagen, Perrons und Perronüberdachung, eine Parkterrasse, eine neue Schanzenbrücke und verschiedene Hochbauten. ...29. Mai 1957. Der erste Spatenstich für den Bahnhof Neubau. Ein Lokalereignis, von dem die ganze Schweiz sprach. Ein Spatenstich mit den Tracks. Symbolisch für die Größe und Komplexität des Vorhabens. Die Zwillinge Rolf und Lilian sind am selben Tage geboren. In den Jahren, während das Werk gedieh, erlebten sie Kindheit und Jugend. Etappe um Etappe begleitete sie der Bahnhofbau bis zur Schwelle des Erwachsenseins. Und die ältere Generation? Max Grüniger, ein pensionierter SBB-Beamter. Der Eisenbahn galt seine ganze Liebe. Den Bahnhof Neubau betrachtete er als sein Herzensanliegen. Immer wieder verfolgte er die Arbeiten. Er sah zu, wie der Bahnhof, sein Bahnhof, wuchs. Und er starb, ehe das Werk vollendet war. Jeder Neubau schlägt Wunden. Auf der großen Schanze fallen die Bäume. Der alte Park mit dem Pavillon aus der Zeit der Jahrhundertwende weicht dem neuen Bahnhof. Bei Erdarbeiten stieß man auf Zeugen jener Zeit, als Bern auch hier noch von einer Stadtmauer umgeben war. Baubeginn beim Stadtbach. Vorerst verlegte man die Kanalisation und Wasserleitungen. Das war recht schwierig, denn an mehreren Stellen unterqueren sie die Gleise. Die erste größere Arbeit war der Abtrag beim Obergericht. Der harte Fels erforderte umfangreiche Sprengungen. Hier soll die Stadtbachstraße um etwa 50 Meter gegen Norden hin verlegt werden. An der Felswand vor dem Obergericht entstand eine Stützmauer. Sie bildet gleichsam einen Kasten, der verschiedene Diensträume der Bahn aufnehmen soll. Um für die neuen Anlagen Platz zu schaffen, waren auf der Universitätsseite riesige Mengen von Erde und Gestein abzutragen. Der Hauptabtrag auf der Großen Schanze vor der Universität und dem Haller-Denkmal umfasste nahezu 400.000 Kubikmeter. Das entspricht 100.000 Lastwagenfuhren. Die oberen Partien aus Lockergestein konnten mit dem Trax abgetragen werden. Den unteren Schichten aus Molasse, Sandstein und Mergel war nur mit Rippermaschinen beizukommen. Eine Sprengung kam mit Rücksicht auf den Bahnbetrieb nicht in Frage. Die Schanzenstützmauer baute man nach einer neuen Konstruktionsweise von oben nach unten. Die alte Eisenbetonstützmauer aus dem Jahre 1940 konnte nur durch Sprengung entfernt werden. Es geschah in der Nacht, in der Betriebspause. Diese Kabel waren für die Verankerung der neuen Stützmauer auf der Ostseite notwendig. Auf eine Tiefe bis zu 20 Metern wurden sie im Erdreich verankert. Durch Messungen stellte man fest,
dass diese Verankerung den Ansprüchen genügt. Im Bereich der Solothurn-Zollikofen-Bernstation musste noch tiefer gegraben werden. Über der Stützmauer ist der Ventilationskanal der Autoeinstellhalle Parkterrasse erkennbar. Noch fuhren die Züge auf den alten Gleisen. Doch der Raum für die neuen Anlagen weitete sich zusehends. Im fünften Baujahr waren die Arbeiten schon weit fortgeschritten. Die großen Stützmauern errichtet. Der Ausbau der Anlage im Westen erforderte die Verlängerung der Schanzenbrücke. Die alte zweispurige Brücke musste durch eine neue mit vier Fahrbahnen ersetzt werden. Der Umbau war schwierig. Straßenverkehr und Bahnbetrieb durften keinen Unterbruch erfahren. So entschloss man sich, nacheinander je nur eine Hälfte der Brücke abzubrechen und wieder aufzubauen. Die Demontage der alten Brückenträger erfolgte nachts, bei ausgeschalteten Fahrleitungen. Die neue Brücke ist eine Kastenkonstruktion aus vorgespanntem Beton. Nach einer gründlichen Überprüfung des Verhaltens, nach einer Bauzeit von 1,5 Jahren, wurde sie dem Verkehr übergeben. Neben der Schanzenbrücke die neue Schanzenpost. Gewaltige Aushubarbeiten ließen die Größe des Bauvorhabens erahnen. Die Baugrube reichte 12 Meter in die Tiefe. Briefamt und Paketamt wurden in einem Reiterbau untergebracht, der die Gleise überbrückt. Organisch fügen sich die Bauten in die neue Bahnhofanlage ein. Auf dem neu gewonnenen Terrain an der Großen Schanze wurde der Perron 6 erstellt. Dazu die Autoparkterrasse über dem Perrondach. Hier, wie überall, bestand eine enge Verflechtung der Bauvorgänge. Die Arbeiten für die SZB-Station, die Unterführungen und die Aufgänge mussten angesichts des Bahnbetriebes und der Termine auf den Perronbau abgestimmt werden. Das Perrondach ist eine Holzkonstruktion aus armiertem Beton. Schwere Stützpfeiler aus massivem Stahl setzte man in Nachtstunden mit Hilfe eines 25-Tonnen-Krans ein. Ein Stützpfeiler, 50 cm Durchmesser, trägt 2000 Tonnen. Sie stützen nicht nur das Perrondach, sondern auch die darüber gebaute Parkterrasse. Diese kann 600 Autos aufnehmen.
die neue Gleiseführung für die Bern-Neuenburg-Gürbetal-Schwarzenburg-Bahnen verlangte den Bau des Donnerbühl-Tunnels. Vom Bahnhof her stieß man im Tagbau vor. Von Westen her wählte man das Schildverfahren, das im Durchstoßen eines Stahlpanzerrohres durch das Lockergestein besteht und das in der Schweiz zum ersten Mal mit einem großen Durchmesser von nicht weniger als 11 Metern eingesetzt wurde. Das sandige und lehmige Lockermaterial erlaubte einen Baufortschritt von 1 bis 1,5 Metern pro Tag. Andererseits warf die geringe Überdeckung Probleme auf. Oft fuhr der Schild nur 2,5 Meter unter Kellern und Hausfundamenten durch. Beim Vortrieb entsteht ein kreisrundes Tunnelprofil, dessen Verkleidung aus 4 vorfabrizierten Betontübingern besteht. Das letzte Tunnelstück und schließlich der Durchschlag. Jubel und traditioneller Trunk. Ende 1961 war der Tunnel wieder Perron 6 betriebsbereit. Fast ein kleines Weihnachtsgeschenk für die Reisenden nach Neuenburg, Belp und Schwarzenburg. Der neue Perron 6 übernahm die Aufgabe von Perron 5. Dieser konnte nun abgebrochen werden. Etappenweise entstanden auf diese Art die Perrons 6 bis 1, ohne Betriebsunterbruch. Zugleich waren die Aushubarbeiten für die Personenunterführung im Gange. Zur Aufrechterhaltung des fahrplanmäßigen Betriebes war auch die Erstellung von Hilfsbrücken über Baugruben notwendig. In wenigen Nachtstunden vor Ankunft des ersten Frühzuges mussten sie tragbereit sein. Für das Publikum entstanden behelfsmäßige Durchgänge. Die Kreiselauffahrt, die in die verschiedenen Etagen der Parkterrasse führt, ist hier im Rohbau fertig. Nach Vollendung der oberen Decke der Parkterrasse erhielt das Gebäude mit der Bahnhofseite an der Fassade sein heutiges Gesicht. Alt und neu trennt nur ein kleiner Zwischenraum. Der Bahnbetrieb ging weiter, auch dort, wo die Vorarbeiten bereits begonnen hatten. Auf der Ost- und Westseite war der Bau der Post- und Gepäckauffahrten im Gange. Von der Schanzenbrücke her wird jeder Perron über eine Treppe erreichbar. Im 7. Baujahr standen 4 von insgesamt 6 Perrons in Betrieb. Das war 1964, im Jahre der Expo. Die Perrons außerhalb der Parkterrasse erhielten ihre Überdachung.
Der Verlauf der Gleise und deren Verflechtung ließ es ratsam erscheinen, die 15 bis 16 Meter langen Querträger nicht konventionell aus Ortsbeton herzustellen. Vorfabrizierte Betonträger waren hier am Platz.